Skifahren ist super. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Der Martin kämpft noch ein bisschen. Erster Tag auf Schienen ist immer schwer, meint er. Aber es geht. Aber es geht, ja. Die Sicht ist bescheiden, aber wir nehmen, wie es ist. Außerdem können wir es uns eh nicht. Oje. Ein kleines Update. Es ist ziemlich hart, aber es ist nichts los, obwohl ich wenig Lifte offen habe. Ich zeige euch nachher oben mal die Karte. Martin ist zu warm. Da unten sind noch ein paar andere, aber es ist wirklich nichts. Also, ja. So ein bisschen Skifahren-Endzeit-Szenario. Ja, die Kehrseite der Medaille ist jetzt das hier. Das hat halt einfach nichts offen im Prinzip und dementsprechend ist dann schon ein bisschen was los am Lift. Vielleicht sogar mehr als sonst Weihnachten. So, der Andrang am Lift hat sich jetzt auch wieder erledigt. Jetzt ist es 5 nach 11. Jetzt guck mal, wie der Sommer schon wieder ein heute. Schon wieder keiner mehr Bock auf Skifahren.
Aber es ist echt geil und es schneit jetzt richtig voll schön. Ja, mega. Und wie ist es so gelaufen? Ja, das Problem ist einfach, dass in der rechten Tasche mehr drin ist, wenn der linke, jetzt vorher auch gesagt hat, aber es ist geht super. Man spart sich halt viel mehr. Ja. Wo spart man sich? Na, den zweiten Ski. Warten. Ah, wir sind gut zurück. Unten regnet es, da war der Schneefall oben schon geiler. Skifahren war super. Und ja, nachdem der erste Ansturm weg war, war dann auch echt nichts mehr los. Also das war dann richtig, richtig cool. Schreit nach mehr. Ja. Wir werden die nächsten Tage noch ein paar Mal gehen, glaube ich. Schauen wir uns das an, wie es tut. Es ist natürlich nur ein bisschen auch zum Nachdenken, weil wenn es da minus 15 Grad haben wird, die nächsten Tage einkehren geht auch nicht. Also das stimmt. Man muss sich das ein bisschen kompakter machen. Das ist zu mir schon einmal ein bisschen aufwärmen und so. Das fällt alles weg dieses Jahr. Aber ja, flexibel muss man halt sein dieses Jahr. Läuft schon. Ja, wir sind aber erst seit die letzten zwei Jahren reingekehrt, das werden wir schon wieder rausbringen aus uns. Das bringen wir nicht mehr. Nein, das bringen wir nicht mehr raus. Vicky, ich bin dein Vater. Und jetzt die Ente. Die fand ich super.